Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Warum will ich mal Link's Awakening sagen? Kann ich jetzt... Danke. Es laggt gerade ein wenig, habe ich das Gefühl. Ja, ein wenig sehr sogar. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Nein, es laggt wirklich. Heieiei. Okay. Ja, macht auch Sinn, wenn die CPU-Auslastung mal wieder übertrieben hoch ist. Okay. Nein, ich will ihn nicht einsammeln. Einen Moment mal eben. So. Ja, jetzt dürfte hoffentlich alles okay gehen. Hoffentlich natürlich. Ja, wir gehen erstmal hier in diese Höhle. Denn wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir zum dritten Dungeon gehen. Erstmal gibt es hier Feen. Haben wir? Wir haben alle Flaschen voll, oder? Ja, genau. Okay. Nein, ich will eigentlich keine Fee haben. Danke. So, Boomerang. Und dann können wir... Ja, Brunnen der Freude. Wirf ein paar Rubine hinein und deine Wünsche werden wahr. Ich werfe ein paar rein. 20. Ich glaube, wir müssen... Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt hier investieren müssen. Auf jeden Fall müssen wir hier einige reinwerfen. Ein Horoskop für heute. Überaus glückliche Zukunft, okay? Ja. Wir können jetzt so ein paar Rubine reinwerfen. Und das machen wir natürlich auch. Und was dann passiert? Ein Horoskop für heute. Glückliche Zukunft. Cool. Was dann passieren wird, werdet ihr dann gleich sehen. Ich werfe ein paar Rubine wieder. Nein, 20, genau. 60 Rubine, genau. Ein Horoskop für heute. Glückliche Zukunft. Cool. Ach ja. Nochmal ein paar Rubine reinwerfen, genau. 20. Und Horoskop für heute, zufriedene Zukunft. Und gleich werfen wir nochmal 20 rein. Werf ein paar, genau. Und wieder 20. Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Ach, was willst du? Genau, wir können jetzt nämlich aussuchen, wie viel, was wir mehr haben wollen. Also mehr Bomben oder mehr Pfeile. Wir nehmen natürlich mehr Bomben. Wir können jetzt 15 Bomben tragen. Und sie hat sie uns auch noch aufgefüllt. Und nein, die Lags gehen nicht weg. Scheiße. Ja, jetzt werfen wir nochmal ein bisschen was rein. Ach ja... Du hast eine glückliche Zukunft. Yeah. Glücklich. Mm. Cool. So, genau. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Mal. Okay, jetzt. Immer bei 100 Rubinen, wie es aussieht. Wir wollen immer noch mehr Bomben tragen. So, dann machen wir das jetzt. Ja, einmal machen wir es noch. Und... Ja, dann können wir 25 Bomben tragen. Das ist super. Ich werfe ein paar rein. 50. Yeah, wir haben eine zufriedene Zukunft. Yeah. Wow. Krass Zeit. Und noch einmal, ich werfe ein paar rein. 50 Rubine. Wir wollen bitte mehr Bomben tragen. 25 Bomben, yeah. Ja, das können wir, glaube ich, hochmachen bis auf 50. Ja, ich glaube 50 Bomben und 50 Pfeile. Ich bin mir da echt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war irgendwie so. So, jetzt schwimmen wir erstmal. Können wir eigentlich tauchen? Ne, wir können nicht tauchen, ne? Ne, das ist eine Karte. Ne, tauchen können wir nicht, okay. Gut, tauchen kann man im Spiel nicht. Haben wir das auch rausgefunden? Und es laggt halt wirklich immer noch. Ich weiß nicht, irgendwie ist das gerade nicht so cool. Naja, was soll's. Wir schwimmen nämlich jetzt unter diese Brücke. Danke. Und dort ist ein Penner. Oder was auch immer. Hey! Ich sehe, Doki, du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Yeah, wir haben eine dritte Flasche. Geil.
So, und bis wir die vierte bekommen, dauert das, glaube ich, auch noch ein bisschen länger. Ja, ich glaube schon. Deswegen, ja. Müssen wir jetzt erstmal mit Flaschen auskommen. Aber ich finde, 3 Flaschen sind auch schon super. Auch ausreichend schon mal. Und ich glaube, jetzt können wir hier wirklich nichts mehr machen. Ne, das Herzteil, da kommen wir, können wir nicht holen, da kommen wir nicht ran. Und sonst ist hier, glaube ich, auch nicht wirklich was. Haben wir da noch? Nein, da auch nicht, glaube ich. Ne, ich glaube, wir haben hier nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Wir könnten uns da oben noch eine Fee fangen schnell, aber nee. Wir gehen uns jetzt das dritte Amulett holen. Da sind Herzen auf der Brücke, lol. So, ja, machen wir. Mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Da können wir uns noch irgendwie ein Herzteil holen oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Und alter, leckt es zwischendurch. Das ist ja unglaublich. Okay, ich sprinte nicht. Jetzt aber. Okay, ich muss irgendwas nochmal an den Einstellungen ändern. Mann, das ist ja zum Kotzen. Das sind jetzt nämlich die Einstellungen, wo keine Lags zustande kommen. Also keine Audio-Lags, wie ich sie immer hatte. Aber dafür, ja, solche Lags hier, wie ihr seht. So, wir müssen jetzt hierhin zu dem alten Mann. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich mir begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ja, das ist doof. Ja, komm ruhig mit. Ist okay. Vorsicht, das sind die Löcher am Boden. Lauf lieber rechts lang. Bist du auf dem Berg zum... Warte, was? Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es ja nur gut. Wow, können wir schnell sprinten. Wow. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganem versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Heißt das, du warst einer der sieben Weisen? Weil es ja seine Enkelin und so. Eigentlich macht das dann ja Sinn. Wow, okay. Eigentlich wollte ich... Schnell. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas. Falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Yeah. Du hast den Zauberspiegel. Zauberspiegel, der ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Ja. Schnell hier rein, gut. Was können wir hier alles machen? Ich glaube nicht viel. Heil mal bitte kurz unsere Herzen auf. Alte Leute reden immer so viel. Auch in Spielen ist das schlimm. Mensch. Ja, wir müssen uns jetzt ganz hoch zum Berg vorkämpfen. Erst ab da können wir, glaube ich, uns wieder ein Herzteil snacken. Genau. Da können wir jetzt nicht lang, oder da müssen wir nicht lang. Das bringt uns ja herzlich wenig, da lang zu gehen. Und man, diese Legs sind echt ziemlich nervig, Mann. So, erstmal springen wir hier runter, obwohl ich glaube, wir müssten da runter springen. Weil wir hier nicht wirklich was haben werden. Das war knapp. Ja, genau, okay. Hier müssen wir später nochmal hin, oder hier kommen wir später raus, eigentlich. Also kommen wir später automatisch einmal hin. Zack. So, jetzt fangen wieder, genau, diese
sieht einfach aus, nicht wie Felsen, sondern wie, weiß nicht, Grünkohl oder so. Brokkoli, weiß ich nicht. Riesige Brokkoli-Köpfe, die darunter fallen. So, wir müssen nämlich hier dann, glaube ich, runterspringen. Dann kommen wir nämlich hier hin, genau. Und hier hoch können wir dann gehen. Und dort finden wir ein Herzteil. Zack. Und jetzt können wir hier runterfallen. Sind hier und können uns nochmal schnell die dritte Flasche voll machen. Danke. Komm, die Fee nehmen wir auch nochmal mit. Und... Ja, das war's. Ich weiß nicht, war da hinten noch irgendwo ein Weg? Da oben auf der Seite? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, dim. So, aber da oben ist gleich noch ein Erzteil. Da. Ich war nämlich der Meinung, irgendwo hier war nochmal irgendwo ein Weg. Hier. Das erkennt man. Hier ist einer. Nein, hier ist nur eine Plattform, was? Ich dachte, das ist ein Weg. Oh Mann. Scheiße. Verdammt. Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt echt kacke. Okay, dann war das. Nee. Dann war das in einer anderen Welt. Hier kommen wir noch zu dem Herzteil, so gesehen, ne? Genau, zu dem Fleckchen hier. Gut, dann heißt es... Ab in die andere Welt, Leute. Yeah, und wir sind ein Häschen geworden. Okay. Wir könnten da jetzt irgendwie runter... Es bringt uns einfach nichts. Es bringt uns noch nichts, irgendwas hier zu machen. Ja, da wir ein Häschen sind, wir können weder ein Schwert einsetzen oder so, wir können nichts machen. Aber wir konnten uns jetzt hier zurückporten, ein Herzteil finden und in den dritten Dungeon gehen. Aber den machen wir... Nee, ich kann nicht sagen, den machen wir jetzt im nächsten Part. Dafür habe ich hier zu wenig gesockt schon, dafür ist der Part zu kurz, ja. Kann ich nicht bringen. Wenn man den Spiegel übrigens in einem Dungeon einsetzt, dann... aua, nein, ui. Dann kommt man zurück an den Anfang. Es ist sowas wie... Was? Weiß ich nicht. Was in welchen... Dein Ernst? Dein Ernst? Meh. Ich weiß nicht, in welchen Spielen gibt es denn so ein Item auch. Ich habe keine Ahnung. Scheiß, Drecks. Nein, ich will die... Ich will das Herzchen. Danke. So, erstmal hier lang gehen. Denn wir brauchen den... Ist das schon der große Schlüssel, den wir hier holen müssen? Ich glaube schon. Ach ja, oh nee. Aua, das... Okay, das trifft mich. Oh, lalalala. Aua. Aua. Gott. Heilige Scheiße. Okay, ja, war ja klar. Ich hasse diese Plattenrätsel, vor allem in dem Zelda-Spiel. Weil du hier halt nicht wirklich... Ich weiß nicht, du kannst nicht auf die schlagen. Du kannst sie nicht kaputt schlagen. Yeah, oder? Es funktioniert. Gerade so, es funktioniert. Okay, 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 okay. Oh! Hey. Okay. Lag vielleicht doch an den Lags. Aber... Egal. Gott, ich will sie nicht besiegen. Oh Gott. Ja, war ja klar, dass sie reinrennen. Doki, was ist denn mit dir? Dein Netz! Okay, jetzt müssen wir die hier besiegen.
Die kann man auch mit dem Boomerang besiegen, soweit ich weiß. Genau, 4 Hits mit dem Boomerang und die sind besiegt. Außerdem springen sie dann nicht weg. Ha. Nice. So, dann müssen wir jetzt die ganzen Lampen hier anmachen. Und zack, große Schlüssel. Yeah. Ach ja, das war easy. Au, natürlich macht er da so einen Bogen. Als ob er jetzt... Nee. Ich fühle mich verarscht von diesem Spiel. Okay. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal so ein Plattenrätsel, denn das würde mich richtig aufregen. Wieso habe ich nicht einfach den Spiegel genutzt gerade? Verdammt. Natürlich, ich komme nicht klar mit diesem Spiel gerade. So, momentan. Ich weiß nicht warum. Nee, geht nicht. So, diese Viecher sind ziemlich krass. Wenn man gegen sie schlägt, wird man zurückgebounced. Kann anstrengend sein. Dein Ernst? Schön. Na. Ich weiß nicht, ob ihr die Lags später in der Aufnahme seht, aber sie sind... Ja, nervig. Vor allem, weil meine Bewegungen halt auch nicht angenommen werden. Boah. Ja, meine... Schon wieder. Es wurde nicht angenommen, dass ich Schwert ziehe. Kann auch sein, dass es am Spiel liegt, aber ich glaube nicht, oder? Es ist nämlich ziemlich nervig. Nein, ich muss irgendwas später nochmal mit der Aufnahme ändern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ho. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Aber dann würde ich sagen, Leute, können wir hier auch den Part beenden. Weil so viel Wirkliches zu tun haben wir jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise es reicht aber auch nicht, um den Part jetzt so... den Part noch den Dungeon fertig zu kriegen. Das heißt... Ja, ich kann nochmal schnell hier alle Gegner clearen. Denn die regen ziemlich häufig auch auf. So... Und den Wurm da oben will ich noch besiegen. So, da seht ihr. Da ist Truhe. Aber wie kommen wir da hin? Das, werden wir im nächsten Part dann sehen. Wir könnten das jetzt ändern, aber dann kommen wir da nicht lang. Also von daher. Naja. Gut, Leute, wir sehen uns dann bei das nächste Mal wieder. Hoffentlich ohne Lags. Haut da rein.